Hallo liebe Leute, dieses Video ist die Fortsetzung der Betrachtung des Auftritts von Stefan Cottré bei Markus Lanz. In diesem Teil geht es jetzt um das Thema Ukraine. Gucken wir uns im Folgenden erst einmal einen Ausschnitt an. Klar, Propaganda ist gerade als Stichwort gefallen, Herr Cottré. Propaganda ist gerade als Stichwort gefallen. Wissen Sie, wann Sie uns das erste Mal aufgefallen sind? Das werden Sie mir... Ah ja, ja. Da sehen wir das Bild dazu. Ja, den Mann links kennen Sie, ne? Ja. Ja, das heißt, was heißt kennen? Aber Sie kennen den? Ja, aus dem Bild. Wladimir Solowjow ist das, ne? Genau, ja. Wer ist das in Ihren Augen? Das ist ein Moderator. Ein kremlnaher Moderator. Herr Markus Lanz von Russland. Kremlnaher Moderator. Okay. Dann hören wir mal kurz rein, ob das ein Moderator ist und vor allen Dingen, ob er möglicherweise kritisch oder kremlnah ist. Bitte schön. Drecksäcke wie Borrell, Scholz und Baerbock. Diese Nazi-Nobodies. Sie fühlen sich sehr sicher und schicken wieder einmal Panzer, um russische Soldaten auf russischem Territorium zu töten. Und wir sagen, na gut, wir werden sie brennen sehen. Und wo? Berlin. Paris. Madrid. London. Washington. Die Hauptstädte der Naziländer, die sich dazu entschieden haben, gegen Russland in den Krieg zu ziehen. So, warum haben Sie sich entschieden, 5 Tage später, das war 5 Tage nachdem diese Tirade über den Sender, wie fanden Sie das eigentlich? Ist das okay, was er da sagt? Ich bin dort in die Sendung gegangen. Nee, aber das, was da gerade gelaufen ist, wie fanden Sie das? Ich bin dort in die Sendung gegangen. Nee, das, wie fanden Sie das? Dinge zurechtzurücken, was hier in Deutschland eben schiefgelaufen ist. Okay, nee, aber wie das fanden ist, Sie das? Ja, das ist sicherlich unappetitlich, aber er ist halt der russische Böhmermann. Also insofern ist das also auch russische nichts, Böhmermann? Ja, nichts anderes. Okay, und insofern okay. Sie wollen jetzt provozieren, ist in Ordnung. Jan weiß, wie er das einzuordnen hat. Liebe Grüße an der Stelle. Stefan Cottré distanziert sich vom Moderator. Und zwar, dass Scholz, die ganzen Regierungen, Biden, dass sie Nazis sind. Schauen wir uns einmal an, was tatsächlich dran ist an dem Vorwurf, dass Scholz ein Nazi ist. Die ukrainische Regierung hat seit 2014 Verbrechen begangen, hat Rassengesetze verabschiedet, das Azov-Bataillon offiziell in die Armee aufgenommen, die ukrainischen Militärs laufen mit Nazi-Symbolen herum, der oberste ukrainische Militär wurde mit einem Nazi-Armband, also mit einer Hakenkreuzrune, gesichtet und hatte so ein Armband an. Es gibt zahlreiche Berichte von willkürlichem Beschuss, von Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Es wird in den russischen Medien davon berichtet, dass die Zivilisten in Mariupol, dass sie als Geiseln gehalten wurden und dass, wenn sie die Stadt verlassen wollten, sie vom Azov-Bataillon erschossen wurden. Da gibt es ganz viele Zeugenaussagen. Der ukrainische Präsident seit 2014, Petro Poroschenko, machte die Aussage, deren Kinder werden in Kellern leben, sie werden keine Gehälter haben, sie werden keine Renten haben, so werden wir den Krieg gewinnen. Er unterscheidet zwischen uns und denen. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Das heißt, es deutet ganz viel darauf hin, dass der Rechtsextremismus, die Nazi-Ideologie, dass sie sich nicht darauf beschränkt, auf ein paar Randgruppen, sondern dass auch die Regierung, dass die Regierungsparteien, also Zelensky, Klitschko, Poroschenko, dass sie sich nazihaft verhalten und dass hier gedeckt wird. Und zwar auch von Scholz gedeckt wird. Und natürlich von den Medien hier gedeckt wird. Gleichzeitig wird diese Regierung unterstützt. Und sie wird damit auch in ihren Handlungen gegen die Zivilbevölkerung unterstützt seit 2014. Unterstützung durch Passivität, indem die Bevölkerung hier nicht darüber aufgeklärt wird. Wer Verbrechen geschehen lässt und den Täter unterstützt, der macht sich zum Mittäter. Und demzufolge ist die Aussage völlig korrekt. Und diese Aussage trifft auch auf die deutschen Medien zu. Wer Nazis unterstützt, sie deckt, der macht sich mit der Sache gemein. Und genauso hart kann das Cottré hier auch argumentieren. Er muss vor überhaupt nichts Angst haben. Er hat unzweifelhafte Originalzitate, beispielsweise von Petro Poroschenko. Er hat die OSZE-Berichte und er kann darauf verweisen, dass die Medien die russischen Berichte nicht falsifiziert haben. Dass sie einfach ignoriert haben. Und das ist eigentlich ein Eingeständnis dafür, dass es stimmt. Weil in der Summe, was dort berichtet wird, was auch an Bildern, an Bildmaterial vorhanden ist, was dort gesendet wird, was auf der ganzen Welt gesendet wird, wenn das unwahr wäre, da hätten die Medien es falsifizieren müssen. Zumindest die schwerwiegendsten Vorwürfe. Stattdessen wurden die Aussagen ignoriert und verfälscht. Beispiel,
auch ein klarer Beweis, ist das Interview einer Zivilistin in Mariupol, die eindeutig sagte, dass das Azov-Bataillon sie und die anderen Zivilisten festgehalten hat und nicht die russische Armee, und der Spiegel das verfälscht hat. Die Öffentlich-Rechtlichen und die anderen Medien hätten das aufgreifen müssen. Es hätte ein Riesenskandal sein müssen, bei uns in der Presse, dass der Spiegel ein Interview absichtlich um 180 Grad verdreht. Dagegen ist Relotius ein Witz. Das heißt, Kurt Recher kann ja ganz klar argumentieren, Scholz ist ein Nazi, Biden ist ein Nazi durch Mittäterschaft und die Öffentlich-Rechtlichen, auch die Sendung von Markus Lanz, sie hat sich auch des Narzissmus schuldig gemacht, der Mittäterschaft, in dem ein Informationskartell berichtet wurde, das zu Lasten der Opfer dort ging. Und das spielt jetzt auch gar keine Rolle, wie viele Opfer das sind. Entscheidend ist der Fakt, dass es verschwiegen wurde, weil es ist natürlich so, in der Ostukraine leben nicht unendlich viele Menschen. Aber es wurden 14.000 Leute umgebracht, davon 75% Zivilisten, davon die überwiegende Mehrheit von der ukrainischen Armee. Das hat die OSZE offiziell festgestellt, obwohl auch die OSZE es Hinweise darauf gibt, dass sie immer mehr beeinflusst ist und ihre Neutralität verliert zu Ungunsten Russlands. Das heißt, diese 14.000 Tote, das ist das absolute Minimum. Aber wie sind diese Toten zustande gekommen? Sie sind durch willkürlichen Beschuss zustande gekommen. Und das heißt, wenn es sozusagen Zufallstreffer sind, das ist dann nicht so, dass irgendwo eine Bombe hochgeht und mit einem Schlag ganz viele Menschen sterben, sondern es ist Terror gegen die gesamte Bevölkerung. Also die gesamte Bevölkerung hat darunter zu leiden, unter diesem ständigen Beschuss. Und das sind nicht nur in Anführungszeichen ein paar Tausend, sondern es betrifft die gesamte Bevölkerung dort. Die gesamte Bevölkerung wurde terrorisiert, genauso wie es Peter Poroschenko angekündigt hat. Und Markus Lanz und die Öffentlich-Rechtlichen, Scholz, sie alle haben das ausgeschwiegen. Und stattdessen haben sie die jeweiligen Regierungen unterstützt, damals war es Merkel, und dadurch haben sie sich der Mittäterschaft schuldig gemacht, weil sie eindeutig das Signal an die Regierungen gegeben hat, ihr könnt das machen, wir tolerieren das, wir unterstützen euch und wir halten es für unsere Bevölkerung geheim. Coutré kann hier ganz klar argumentieren, dass ein Informationskartell hier stattfindet. Jetzt ist wahrscheinlich die Angst, ja gut, aber unsere Medien sagen, es ist russische Propaganda, was soll ich dagegen machen? Es gibt aber ganz viele Originalzitate, die im Internet nachprüfbar sind. Es gibt Bildmaterial, es gibt das verdrehte Interview und auch bei den Berichten von russischen Medien, die nicht aufgegriffen werden, da werden natürlich jetzt Lanz oder andere Leute werden sagen, das ist Deepfake, das ist alles gestellt, das sind alles Theaterkulissen, das ist alles eine reine Erfindung, dann muss dem aber nachgegangen werden. Was ist da dran, was ist nicht dran? Das haben die Medien nicht gemacht, sondern die Bevölkerung hier hat einfach gar nichts davon erfahren. Und diesen Vorwurf aus meiner Sicht, das ist wirklich auch die moralische Pflicht von Coutré gewesen, das zu machen, auch von jedem AfD-Politiker. Und ich muss da leider sagen, das nehme ich der AfD übel, den AfD-Spitzenpolitikern, dass sie dieses Thema nicht forciert haben bisher. Das betrifft nicht nur Steffen Coutré, das betrifft die ganze AfD-Führung. Das ist aus meiner Sicht wirklich enttäuschend. Die Positionierung gegen Waffenlieferungen und Sanktionen, das ist natürlich richtig, das ist ganz wichtig, auch sehr lobenswert, dass sie diese Position gegen den Widerstand der Medien durchhalten. Aber entscheidend ist die Argumentation. Und die Argumentation aus materiellen Interessen, es ist gut für die Wirtschaft, das ist viel weniger überzeugend für die Leute als die moralische Argumentation. Und jetzt werden AfD-Leute sagen, nein, das Moralische ist den Leuten egal, die interessiert nur, wie viel Geld sie in der Tasche haben, das stimmt aber nicht. Das kann man an ganz vielen Themen sehen, das kann man an der Kernkraft sehen, das kann man an der Zuwanderung sehen. Hier sind die Deutschen sehr moralisch, also sagen, ja, wir müssen die Leute aufnehmen, auch wenn uns das Geld kostet. Wir müssen aus der Kernkraft aussteigen, auch wenn uns das Geld kostet. Wir müssen das Klima retten, wir müssen nachhaltig sein. Das ist alles wichtig, das ist uns viel wichtiger als das Geld. Und daran kann man sehen, an ganz vielen Themen kann man sehen, dass die breite Bevölkerung die moralischen Argumente überzeugt. Und schauen wir uns die Situation an. Die AfD wird ständig mit dem Nazi-Vorwurf konfrontiert, wird an den Haaren herbeigezogen. Das heißt, die AfD muss sich das die ganze Zeit anhören, aber Steffen Coutré traut sich nicht. Vor allem, er kann ja nicht dankbar sein. Es war ja eigentlich eine Steilvorlage für ihn, Aufklärung betreiben zu können. Und vor allen Dingen zeigt ja auch dieses Zitat, was in Russland Mainstream ist. Allein schon, dass die Leute darauf gebracht werden, aha, dort in Russland ist ein ganz anderes Framing. Ist das wirklich nur Lüge? Ist da gar nichts dran? Ist das nur reine Propaganda? Allein schon, dass sozusagen Lanz deutlich gemacht hat, hier in Russland, da ist ein ganz anderer Frame. Damit hat der Coutré einen Gefallen getan. Und mit dem Nazi-Vorwurf sowieso, weil der Nazi-Vorwurf, Coutré muss ihn jetzt gar nicht selbst machen,
sondern er kann das aufnehmen und kann es begründen. Und das ist ja wirklich sehr gut begründbar und auch nachweislich. Er kann das ja nachweisen. Er kann den Leuten sagen, hier, da ist es, guckt es euch bei YouTube an, gebt ihr den Suchbegriff ein. Es ist nachprüfbar. Bei Antispiegel, wenn man mal eingibt, Verbrechen, Ukraine, da ist unendlich viel Material, was auch nachprüfbar ist, was belegt ist. Und das geht dann auch weiter mit Biolaboren und so weiter und so fort. Lanz hätte dann zwei Möglichkeiten. Er könnte die Sendung einfach nicht ausstrahlen, weil er will ja dieses Informationskartell halten. Oder er kann Cotré aus der Sendung werfen. Aber beides ist schlecht für Lanz, weil Cotré wurde ja eingeladen, um den Eindruck zu vermitteln, die AfD kann sich jetzt äußern. Jetzt habt ihr die AfD gesehen, die hat nichts zu sagen, also könnt ihr es ja vergessen. Das ist ja der Grund, weshalb Cotré eingeladen wurde. Wenn jetzt er ausgeladen wird oder die Sendung nicht ausgestrahlt ist, dann ist es schiefgegangen. Und dann kann die AfD sagen, ja, hier, die Markus Lanz, die Öffentlich-Rechtlichen, sie trauen sich nicht. Und vor allen Dingen ist es auch demotivierend für Markus Lanz. Markus Lanz, ich denke, viele Leute, viele Linke in Anführungszeichen, oder auch Markus Lanz selbst, sie ziehen ihre Motivation daraus, dass sie sich stark fühlen mit ihrer Täuschung. Weil es ist ja absurd. Sie fühlen sich absolut dominant. Sie können die AfD mit dem Nazi-Vorwurf konfrontieren, aus nichts und wieder nichts. Und wenn tatsächlich, was sagen, sie haben sich ja selbst schuldig gemacht und sie schaffen es dann auch noch, dass Cotré zu Kreuze kriegt und sagt, oh, das war ja ganz falsch, was der gesagt hat über Scholz. Statt dass er das aufgreift und Scholz und auch die, vor allem die Medien, weil er kann ja auch begründen, Scholz ist wahrscheinlich eher ein Opportunist, der sich nach den Medien richtet, weil er weiß, wenn er jetzt was anderes sagt, dann ist er weg vom Fenster. Diese ganze Argumentation, das kann Cotré in der Sendung machen. Er kann es ja begründen, er hätte die Argumente in der Hand. Und die Leute können es nachprüfen. Lanz kann ihn ja nicht als Dummschwätzer hinstellen. Er kann live vor der ganzen Öffentlichkeit Lanz der Täuschung überführen. Es ist anscheinend nur die intuitive Angst, das nicht zu tun. Wahrscheinlich aus der Steinzeit kommt das, dass er dann Angst hat, getötet zu werden, direkt. Aber er muss keine Angst haben. Das Täuschungssystem seit 200 Jahren funktioniert eben so, dass das getrickst wird, dass die Leute ausgetrickst werden, dass Leute wählen können, die tatsächlich ihre Rechte haben, aber die Demokratie nicht funktioniert, weil die Leute geschickt getäuscht werden seit 200 Jahren. Aber tatsächlich, die Leute glauben, es ist Demokratie und tatsächlich haben sie auch ganz viel Recht. Wir können wählen, wir haben eine Justiz, die auch aus meiner Sicht, ich kann das natürlich nicht genau beurteilen, die aber zum großen Teil ordentlich funktioniert, immer noch. Es kann Cotré jetzt nichts passieren, er kann jetzt nicht einfach verhaftet werden und abgeführt werden. Aber das ist wahrscheinlich diese innere Angst, die er hat. Wahrscheinlich nutzt das auch Markus Lanz, die Öffentlich-Rechtlichen, die nutzen diese Angst gezielt auf, dass sie so eine Dominanz bilden und sie dann dadurch die AfD-Leute zum Einknicken bringen. Und das Problem hierbei ist, mit diesem Einknicken, das wirkt auch für den Leuten besonders schwach. Weil es wirkt einfach nicht durchsetzungsfähig. Weil selbst wenn die Leute sehen, okay, Cotré hat recht, sie sehen, er kann sich nicht durchsetzen. Er wird hier vorgeführt, er knickt hier ein, obwohl er recht hat, obwohl der russische Moderator recht hat, aus Angst sozusagen vor Lanz oder vor den Öffentlich-Rechtlichen, knickt er ein und versucht es ihnen recht zu machen. Das wirkt unglaublich schwach. Sondern er muss ja als Alpha-Mensch, die AfD-Leute müssen als Alpha-Menschen dastehen, die ihre Position durchbringen, auch gegen Framing, die ein eigenes Framing aufstellen können gegen ein vorhandenes Framing und nicht vor einem vorhandenen Framing einknicken, einfach weil das Framing stark ist. Ein Framing ist immer dann stark, wenn viele es sagen, wenn es über eine lange Zeit wiederholt wird, die Leute es überzeugt vorbringen und kein Täuschungsmotiv erkennbar ist. Ich habe ja hier dieses Diagramm, das ist im Wesentlichen aufgelistet. Cotré kann ja damit rechnen, dass er mit so einem Zitat konfrontiert wird. Er kann sich überlegen, ist es wahr, ist es nicht wahr? Vielleicht hat er auch ein Informationsdefizit. Vielleicht kennen bei der AfD zu wenig Leute Antispiegel, wenn natürlich die Medien ein Informationskartell bilden, von dem auch die AfD betroffen ist, solange sie keine alternativen Medien konsumieren. Ganz viele Leute haben ja ganz wichtige Informationen aufbereitet. Wichtig ist natürlich auch, die russischen Medien, auch die ausländischen Medien zu verfolgen, nicht nur die Medien hier. Aber Cotré war ja in Russland, er kennt ja die russische Sicht. Es wird in Russland sehr übel genommen, dass beispielsweise Scholz gelacht hat, als, glaube ich, der russische Botschafter von den Kriegsverbrechen gegen die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine gesprochen hat, dass es sich um Narzissmus handelt. Cotré kann schildern, dass diese Vorwürfe nicht aus der Luft gegriffen sind und wie gefährlich es ist, dass tatsächlich mit dieser Konfrontation es zu einem Angriff auf die europäischen Hauptstädte kommen kann, es zu einem Dritten Weltkrieg kommen kann. Ein Trick der großen Medien ist auch immer, vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, von der russischen Aggression zu sprechen. Der Trick hierbei ist, dass man nur eine Landkarte vor Augen hat. Russland greift die Ukraine an, okay, alles klar, das darf Russland nicht. Aber tatsächlich ist diese Sicht falsch, weil primär nicht die Landesgrenzen zählen, sondern die Bevölkerung und vor allem, was die Bevölkerung will.
Und es war ja 2014 sehr wahrscheinlich absichtlich initiiert, dass Petro Poroschenko gespalten hat. Dass er gesagt hat, deren Kinder werden im Keller leben, sie werden keine Gehälter kriegen und er das ja auch umgesetzt hat. Das heißt, Petro Poroschenko hat eine Spaltung vorgenommen. Er hat die Leute in der Ostukraine brüskiert, drangsaliert. Er hat eigentlich alles dafür getan, dass die Ostukrainer nicht mehr in der Ukraine leben wollen oder dass es auch nicht mehr zumutbar ist. Und tatsächlich ist auch hier, jedenfalls aus meiner Sicht, ist bereits völkerrechtlich eine Spaltung geschehen, die eigentlich auch eine Veränderung der Landesgrenzen nach sich ziehen muss. Es wurde bei uns in den Medien der Eindruck vermittelt, in der Ostukraine, das sind nur ein paar Leute aus Russland, die da heimlich kämpfen und die Ostukrainer, die wollen eigentlich in der Ukraine bleiben. Allein das Petro Poroschenko-Zitat widerlegt das, weil wenn das nur ein paar Russen wären, die aus Russland eingesickert sind und das nicht der Wille der Bevölkerung ist, unabhängig zu sein, dann hätte er ja nicht dieses Zitat gemacht, dass deren Kinder im Keller leben. Und vor allem, er hat ja Taten folgen lassen, was durch die OSZE dokumentiert ist. Er hat Russisch als zweite Amtssprache den Leuten weggenommen. Es wurden Rassengesetze erlassen seit 2014. Und all das, diese ganzen wichtigen Informationen wurden der Bevölkerung hier verschwiegen, damit sie denken, okay, ja hier die Landkarte, Ukraine, Russland, Russland, russischer Angriffskrieg, russische Aggression. Tatsächlich ist es aber so, dass es ja das Kosovo-Urteil gegeben hat und der Westen es befürwortet hat, dass der Kosovo, oder es auch betrieben hat, dass der Kosovo aus Serbien ausscheidet. Im Kosovo gab es kein Referendum, in der Ostukraine schon. Die Stellung zu diesen Referenden ist, dass sie nicht ordentlich durchgeführt wurden und so weiter und so fort. Aber der Westen hätte ja dafür sorgen müssen, dass Referenden ordentlich durchgeführt werden können. Stattdessen wurde die Situation dort komplett ausgeschwiegen. Es kann aber kein Zweifel bestehen, dass wenn die Renten, die Gehälter nicht gezahlt werden, die Leute verhungern müssen, wenn Russland nicht geholfen hätte, wenn willkürlich die Leute beschossen werden, also im Grunde ja alles getan wird, dass die Leute aus der Ukraine weg wollen, dass sie dann nicht tatsächlich weg wollen. Das heißt, eigentlich seit 2014 hätte der Wille der Leute dort, eigene Staaten zu bilden, von allen anderen Ländern anerkannt werden müssen, sowohl vom Westen als auch von Russland. Und aus meiner Sicht, das ist kein Kleinkram, das kann man nicht einfach übergehen und sagen, ja, die Ostukrainer, die können dann nach Russland gehen, die Russen können sie ja aufnehmen. Das ist ja die ganze Bevölkerung, die sollen jetzt einfach das ertragen und sollen dann nach Russland auswandern. Aus meiner Sicht, das kann es nicht sein, sondern wenn die Leute attackiert werden, dann haben sie natürlich auch das Recht auf eigene Staaten. Und das war ja auch eigentlich der ganze Sinn und Zweck der Sache, zu spalten, diesen Krieg hervorzurufen. Womit dann der Handel in Eurasien blockiert wird, Russland und Deutschland oder Russland und Westeuropa voneinander abgespalten werden, die russischen Rohstoffe nicht nach Westeuropa transportiert werden. Es ist aus meiner Sicht deswegen falsch von der AfD gewesen, sich hier auf einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg sich darauf festzulegen. Wir sind jetzt auch nicht ganz klar zugunsten Russlands geklärt, weil natürlich die Frage ist, Verteidigung ist das eine, aber inwieweit darf man dann Kiew angreifen? Die russische Position ist natürlich die, dass sie sagen, die Ukraine in ihrem jetzigen Zustand mit der jetzigen Regierung, sie bleiben eine latente Bedrohung, deswegen muss die Regierung abgesetzt werden, bis damit Frieden herrschen kann. Aber das ist eine juristische Frage, die muss sich die AfD, da muss sich die AfD nicht festlegen. Man sagt einfach, wir legen uns nicht fest, wir sagen nicht, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, das sollen Juristen klären mit allen Fakten. Sie sind nicht gezwungen, sie werden nicht verhaftet, sie müssen sich da nicht festlegen. Und von den Medien fertig gemacht werden sie so oder so. Sie werden ja maximal ausgegrenzt und fertig gemacht von den großen Medien. Sie werden als rechtsextrem dargestellt, weil ihre Positionierung ja richtig ist, gegen Waffenlieferungen, gegen Sanktionen. Die Begründung spielt für die Diffamierung der AfD nur eine untergeordnete Rolle, sondern wenn die AfD schwach argumentiert, dann stellt sie sich nur selbst ein Bein und tut den großen Medien einen Gefallen. Sondern entscheidend ist die Positionierung. Die AfD wird wegen ihrer Positionierung angegriffen. Und es gibt keinen Grund, sich hier diesem Framing zu beugen, was ein reines Framing ist mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Weil ich habe jetzt noch keine Begründung gehört, die mir erklärt, mit dem Kosovo-Urteil, wie das sein kann, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und es ist ja nun hier eindeutig belegt, gegeben, das Poroschenko-Zitat, die OSZE-Berichte, dass sie nicht mehr Teil der Ukraine sein wollen. Und dann muss das gelten. Und das sind jetzt eigenständige Staaten. Und hat die Ukraine diese Staaten angegriffen, dann darf Russland diese Staaten verteidigen, wenn diese Staaten um Hilfe rufen. Ich habe noch keine Begründung gehört. Man kann mich ja gerne überzeugen, mir das erklären. Aber ich habe noch keine überzeugende Erklärung gehört. Sondern es wurde einfach gesagt, ja, das ist klar, das ist hier die Ukraine, die Grenze. Das ist reines Framing, aus meiner Sicht ein reiner Trick. Das heißt, man kann ja Fehler machen. Man kann ja auch Framing reinfallen. Also ich bin ja auch auf meiner Vergangenheit auch bei Corona. Man kann ja auf Sachen reinfallen. Aber entscheidend ist dann, dass man sich korrigiert. Und man kann sich jederzeit korrigieren. Die AfD kann sagen, okay, mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, wir sind darauf reingefallen, auf das Framing. Wir haben jetzt mehr Informationen, wir wissen jetzt, dass das vielleicht nicht ganz so klar ist und wir legen uns da nicht fest. Wir haben uns geirrt, es war voreilig von uns.
viel schlimmer, wenn sie dabei bleiben, wieder besseren Wissens. Es macht einen viel schlechteren Eindruck. Es zeigt Größe, wenn man Fehler zugeben kann und auch Positionen ändern kann, wenn man sagt, man hat mehr Informationen. Man hat jetzt sich, natürlich ist auch kein Wunder, man kann sich ja nicht mit allem perfekt auskennen. Man kann sagen, unter dem Eindruck erst, wir haben uns auch nicht gut ausgekannt mit den Hintergründen. Und jetzt kennen wir uns aber mit den Hintergründen besser aus. Und jetzt haben wir unsere Position überdacht und verändert. Wir sind stark, wir sind selbstbewusst, wir können unsere Position auch verändern, wenn wir sehen, dass wir falsch gelegen waren. Es ist auch so, dass mit diesem Einknicken die AfD sich nur angreifbar macht. Weil dann kommt, ja, sie sehen ja selbst, es war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, sagen sie selbst. Und dann müssen sie doch auch für Sanktionen sein. Dann sagt die AfD, ja, die USA hat früher auch, ja gut, die USA, aber die sind ja eigentlich für Menschenrechte und eigentlich sind es ja gute Leute und es war nicht alles immer ganz okay, aber deswegen ist ja trotzdem falsch, was Russland macht. Und dann sagt die AfD, ja gut, aber damals hat man auch keine Sanktionen gegen die USA gemacht. Natürlich gewinnt man dann immer noch, aber das ist eher so, naja, es ist wirklich so richtig überzeugend. Und es greift die Medien auch nicht wirklich an. Und vor allen Dingen, damit die Leute der AfD glauben oder der AfD vertrauen, dürfen sie den großen Medien nicht mehr glauben. Das ist das Entscheidende. Solange die großen Medien in ihrer Integrität nicht angegriffen werden, also die Täuschung nicht offensichtlich gemacht wird von den Leuten, solange bleiben die Leute bei den großen Medien, die immer wieder Trickbetrug gegen die AfD machen, also gegen die AfD täuschen und überhaupt gegen jede Position täuschen. Und wir sitzen hier auf einer tickenden Zeitbombe. Jetzt wird hier schon diskutiert, AfD-Verbot und so weiter. Das heißt, es kann jetzt so nicht weitergehen, sondern die Bevölkerung muss dringend kurzfristig oder mindestens mittelfristig jetzt über die großen Medien aufgeklärt werden. Und es muss sich hier was verändern. Zum Glück ist die AfD jetzt auf 20%, weil anscheinend mit Corona und der Ukraine zusammen und es kam zu viel auf einmal. Trotzdem, man muss noch viel mehr Leute dazu bringen, dass sie den großen Medien nicht mehr trauen. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Solange die Leute Markus Lanz mögen, die Öffentlich-Rechtlichen mögen, sie gerne gucken, solange ist Deutschland in Gefahr oder es droht das Schlimmste. Weil ja die großen Medien sehr wahrscheinlich, dass es Einfluss aus dem Ausland ist. Zu Ungunsten der Interessen der Bevölkerung hier, der Allgemeinheit hier. Zugunsten bestimmter Interessen, die wir nicht genau kennen. Und das erfordert auch Härte, dass man dann eben auch einem Lanz ins Gesicht sagt, ja, sie sind auch ein Nazi. Wenn sie ukrainische Rechtsextremisten decken, wenn die Verbrechen begehen, sie das hier nicht thematisieren, sondern sie Werbung für Waffenlieferungen an diese Regierung machen, die diese Taten begeht. Das erfordert intuitiv Mut, aber tatsächlich erfordert es gar nicht mehr so viel Mut. Weil, wie gesagt, er kann nicht einfach verhaftet werden. Die können ihm nichts. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.